Moinsen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Preview-Video zum Querneland und Vicon Equipment Pack. Schön, dass ihr mit dabei seid, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Geiselsberg ist wieder am Start. Mein Case natürlich auch wieder mit dabei. Ich weiß nicht, die Videos von Giants haben mir ein bisschen angetan, ein bisschen Case zu fahren. Und heute was ganz Besonderes, Leute, ein Phänomen hier, ein Pacomat. Jetzt fragt euch sicher, was ist dieser Pacomat? Ja, das wusste ich am Anfang selber nicht, bis ich von der Community aufgeklärt wurde. Denn das hier, Leute, ist der Flug, der 2500i, der die Möglichkeit bietet, entweder als normaler Flug zu wirken oder einen sogenannten Pacomat mit dran zu hängen, der dafür sorgt, dass ihr quasi euer geflügtes Feld direkt für das Grubbern, ne, direkt durch sogenannte oder so durch so eine Art Grubbern für eure nächste Saat vorbereitet. Normalerweise würdet ihr ein Feld ja pflügen, um den Feldzustand zu verbessern, somit einen größeren Ernteertrag zu haben. Dann würdet ihr aber anschließend noch mit einem Grubber über das Gepflügte drüber fahren und dann erst ansäen. Ne, so ist ja normalerweise der Werdegang, also pflügen, düngen, grubbern eigentlich, ne, mit Mist zum Beispiel. Dieser Pacomat erleichtert euch diese Arbeit, denn er pflügt und grubbert gleichzeitig. Ich nenne es einfach jetzt grubbern. Ich weiß, das nennt man nicht grubbern. Er lockert aber das Gepflügte wieder ein bisschen auf. Beim Pflügen entstehen ja sehr große Klumpen und der Pacomat sorgt einfach dafür, dass diese Klumpen wieder zerkleinert werden. Und dafür, Leute, düsen wir mal auf unser Feld drüber. Und zwar wollte ich euch das einfach mal ein bisschen näher bringen, wie das Ganze denn auszusehen hat, beziehungsweise wie es aussehen kann. Und deswegen sind wir wieder in Geiselsberg unterwegs. Leute, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid. Finde ich echt stark von euch, dass ihr hier so sehr mitfiebert. Ich glaube, dieses Feld hier wollte ich uns mal holen. Ich guck mal kurz. Ja, das Feld war das. So, das ist nämlich Feld 43. Das wurde nämlich gerade abgeerntet und sollte jetzt auf jeden Fall mal gepflügt werden, um den Ernteertrag für die nächsten Arbeiten zu ersteigern, erhöhen, nicht ersteigern, ich will nichts ersteigern hier. So, ihr habt eine Fahrt in der Fahreinrichtung, dafür ist dann so, dass der Flug hinten auf seinem Rad steht. Jetzt könnt ihr hier aber diesen ganzen Flug ausklappen. Dadurch fährt das Ding hoch, der Pacomat geht nach oben, das ganze Teil dreht sich nach rechts. Ihr könnt natürlich in beide Richtungen drehen, ne? Das ist euch selbst überlassen, also ihr könnt hier auch natürlich jetzt drehen, ne? Das ist dieses Senken und hier könnt ihr auch drehen. Ich fahre aber jetzt erstmal diese erste Bahn hier. Und dafür, Leute, einfach aufklappen, Flug absetzen und den Pacomat nebenher laufen lassen. Und jetzt sieht das Ganze wie folgt aus, dass er jetzt hier, wenn ich jetzt mal gerade fahren würde, eine auf der linken Seite pflügt und die rechte Seite quasi schon mal vorbereitet. Also ihr seht selbst, der Pacomat dient als Grubber in dem Sinne, dass er die Stoppeln der letzten Ernte entfernt und somit das Feld direkt vorbereitet. In der ersten Bahn ist es halt noch so gesetzt, dass er links pflügt und rechts mit dem Pacomat drüber fährt, wo noch nicht gepflügt wurde. Ich kann natürlich jetzt schlecht rechts ansetzen, weil die Möglichkeit ist so jetzt gegeben, Leute, wenn ihr diesen Pacomat anbaut, ihr könnt jetzt nicht separat sagen, den möchte ich gerade nicht absenken oder so. Das funktioniert nicht, weil der fest hier vorne am Flug verbaut ist. Ich denke mal, in Real Life kann man den bestimmt irgendwie über die Hydraulik oder so hochklappen. Hier habe ich es jetzt noch nicht herausgefunden. Also hier geht entweder beides oder gar nichts. Ich weiß nicht, ob man in Real Life vielleicht sagen könnte, so fahr den Pacomat mal hoch. Ich habe jetzt auch hier keine Möglichkeit gesehen, wo dann steht, so du kannst den Pacomat, doch wartet mal, Packer deaktivieren. Ah, es geht! Haha, man sollte auch mal lesen. Also es geht tatsächlich, diesen Pacomat könnt ihr deaktivieren, ich habe nichts erzählt jetzt. Und zwar ist es natürlich dafür da, um jetzt hier zu sagen, ich bin jetzt am Feldrand, der Pacomat macht hier noch keinen Sinn. Machen wir erstmal einen Flug hier. Das ist ja geil. Das geht echt. Ihr könnt ihn deaktivieren. Also doch über die Hydraulik möglich. Das finde ich sehr, sehr cool. Weil jetzt könnt ihr nämlich erstmal hier eine Bahn pflügen. Und jetzt könntet ihr quasi hingehen und sagen, so, ich setze jetzt nochmal die zweite Bahn unten an. Und dann würdet ihr die zweite Bahn pflügen und die erste Bahn schon mal grubern. Und dafür fahre ich jetzt mal kurz ein Stückchen zurück. Aktiviere mir diesen Pacomat wieder. Tatsächlich, das geht. Setz meinen Flug ab. Und fahre jetzt mit dem Pacomat über mein gepflügtes Feld und habe somit auch diese Ecke gepflügt und kann es direkt durch dieses Auflockern dieser ganzen Lehmklumpen wieder zu einem sauberen Feld machen, um dann zum Beispiel Mais anzubauen. Echt geil! Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das geht, aber es funktioniert tatsächlich und das finde ich wirklich super gemacht. Und ich zeige euch das Ganze mal jetzt, wie das jetzt funktioniert, wenn ihr jetzt die nächste Bahn fahrt. Weil jetzt müsst ihr ja, das kennt ihr ja als Landwirte, müsst ihr euren Flug ja quasi drehen. Und hier mit dem Reifen, mit der linken Achse, jetzt in die Flugschar rein.
und dann weiterfliegen. Dafür wird das ganze Teil einfach einmal komplett rumgedreht. Ihr seht selbst, es funktioniert. Ihr könnt natürlich auch auf dieser Position sagen, ich brauche den Packomat nicht, den bitte einmal deaktivieren. Oder ich brauche ihn. Jetzt in dem Fall brauche ich ihn. Wir senken das ganze Teil wieder ab. Und jetzt fährt er links wieder mit dem Packomat drüber. Lockert das Feld auf, was wir gerade geflügt haben. Und rechts fängt er jetzt wieder an zu flügen. Und das ist doch mal mega geil. Also ich muss echt sagen, das ist ein kleines Highlight hier im DLC. Querderland und Recoil Equipment Pack. Hat man so selten gesehen. Gibt vielleicht ein oder andere Mods, weiß ich nicht. Aber gerade auf der Konsole, ist das wirklich eine Weltneuheit für den LS19. Was ich persönlich wirklich sehr, sehr cool finde. Was einfach was hat. Flügen ist nicht allermanns Sache. Viele sagen sich, oh, Flügen, das dauert immer so lang. Ja, klar. Du fliegst hier mit 3-4 Metern. Das ist nicht mehr. Aber es macht einfach, muss ich jetzt sagen, verdammt viel Spaß. Und für die, die gerne fliegen, ist das, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz großes Highlight. Weil ich habe ja auch in meiner Community Leute, unter anderem der Moritz, die wirklich für ihr Leben gern fliegen. Die würden, glaube ich, in meinen Livestreams, wenn wir im Multiplayer mal nichts anderes machen wollen, als fliegen. Fliegen, fliegen, fliegen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr geil. Und ich muss, glaube ich, sagen, das könnte jetzt auch meine mit nicht eine Lieblingsbeschäftigung werden, aber wirklich mal was anderes in meine Livestreams bringen, wenn wir sowas hier mal wirklich machen. Das ist schon echt geil. Vor allem, ich finde diese Option wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und das ist wirklich was sehr Besonderes. Ich werde euch jetzt gleich auch nochmal den Grubber zeigen. Ich habe nämlich auch einen der großen Grubber mit reingenommen. Die Version für 400 PS. Das ist nicht gerade wenig. Das bedeutet einiges. Und ich werde jetzt nochmal kurz hier die Bahn hochfahren, weil ihr könnt jetzt auch hier, guckt einfach schon mal drehen. Ihr könnt das mal im Innenraum sehen. Wie dieses ganze Modul sich am Drehen ist, ohne dass da oben, ne, dieses Teil sich überschlägt. Weil wenn da ein starres Gewinde wäre, dann würde das ja auf dem Kopf stehen, ne. Aber durch diese Drehung ist oben ein Gewinde drin, welches dafür sorgt, dass der Packomat an Ort und Stelle bleibt, sondern sich einfach nur mit dem Flug mitdreht. So, und jetzt setzt ihr hier wieder in der neuen Bahn ein. Abgesenkt, der Packomat bereitet rechts wieder das Feld wieder vor. Und links wird weiter geflügt. Animiert ist natürlich auch alles. Ihr seht ein bisschen so, wie der Dreck aufgewirbelt wird, wie im Flug da oben die Schare den Dreck vor sich her so ein bisschen schieben. Das ist, wurde alles mit eingebaut, Leute. Also auch da müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass da irgendwas an die Animationen fehlen, die in anderen Mods verfügbar sind. Auch hier mit eingebaut. Ist ja von Giants selbst entwickelt worden. Und ich finde diese Option wirklich sehr, sehr cool. Ich möchte jetzt von hier kurz gucken. Dann lassen wir hier mal den Helfer laufen. Der wird das schon irgendwie hinbekommen. Und ich switch mal kurz rüber, denn ich habe hier vorne noch den großen Grubber mal stehen. Den möchte ich euch nämlich auch mal zeigen. Ist was sehr Besonderes, denn das hier, Leute, ist ein 400 PS Grubber. Also ihr benötigt hier 400 PS, um das Ganze zu bewerkstelligen. Das ist nämlich der hier, der Turbo 8000T. Es gibt hier den Duropo 5000F und den Turbo 8000T. 240 PS mit 5 Metern und 400 PS mit 7,70 Meter. Keinerlei Konfigurationsmöglichkeiten, ist zum Vorbereiten für eure Feldarbeit, wenn ihr zum Beispiel unter anderem Mais anbauen wollt. Da gibt es ja keine Kombimaschine, heißt grubbern und säen gleichzeitig, sondern es ist eine Einzelkorntechnik und dafür müsst ihr vorher immer einmal grubbern. Dafür fahre ich auch einfach mal kurz zu diesem Feld rüber. Ich habe mir jetzt bewusst den Class Axel 69 genommen, der hat die 400 PS, ich glaube 436 glaube ich waren es, wenn ich mich nicht ganz vertue, sonst korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Und der bietet die Möglichkeit, so ein Geschoss zu ziehen. Ihr habt selbst die Möglichkeit, das ganze Teil wieder zusammenzuklappen. Das ist keinerlei, da gibt es keinerlei Probleme mit. Und könnt dort mit dann über die Straßen fahren. Und wenn wir dann am Feld angekommen sind, wird der Gerät ausgeklappt. Bietet eine wirklich enorme Breite. 400 PS sind schon viel Leistung. Aber jetzt könnt ihr hier wirklich voll ansetzen. Warum so viel PS? Naja, hier sind jede Menge Zinken im Boden verschwunden, die den Boden auflockern müssen. Und genau diese Zinken möchten gezogen werden. So, hinten ist auch wieder so eine Art Packer dran. Ich denke mal, das kennt man aber bei den Grubbern. Die natürlich das, was man an Brocken nach oben holt, dadurch wieder ein bisschen aufgelockert werden. Ich glaube, hinten die Walzen sind auch dann die Packer, ne? Ist ja wie bei dem Flug, ist ja auch das Gleiche eigentlich. Das ist eine Walze, die sich bewegt. Und mit dem jetzt hier könnt ihr eure Feldarbeit erledigen und diese Felder für die nächste Ernte vorbereiten. 400 PS werden wie gesagt benötigt. Ich muss sagen, der Klaas, der macht das ganz gut. Axel 69, das sind halt die 400 PS, die benötigt werden.
Ihr könnt es natürlich auch mit 390 PS machen. Es ist jetzt nicht so, dass das Spiel dann sagt, ja, nee, du hast zu wenig PS, das geht nicht. Bei 390 wird da noch nicht gemeckert. Aber ihr müsst bedenken, bei 390 PS oder auch noch weniger fahrt ihr langsamer. Holt euch lieber, wenn ihr das Geld dafür habt, das nötige Kleingeld, holt ihr euch lieber einen Traktor mit ein bisschen mehr PS als 400. Und dann könnt ihr auch schnell genug damit fahren, ohne später zu sagen, so, boah, das war aber jetzt langsam. Das finde ich aber voll doof hier. So soll es ja nämlich nicht sein. Wendekreis, verdammt eng, Leute. Ihr seht das selbst, wie ihr hier einschlagen könnt. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ihr könnt also wirklich wieder hier direkt einmal wenden, wieder ansetzen und weiterfahren. Dadurch, dass der Wendekreis wieder sehr klein gehalten wird, ist das wunderbar. Auf der linken Seite sieht man ganz gut, mein Helfer ist fleißig dran. Das Ganze funktioniert. Keiner ist am Meckern, keiner ist sich am Beklagen hier. Auch hier Helfer, kein Problem. Man muss dazu sagen, das finde ich einfach sehr, sehr gut, dass der hier helferfreundlich ist. Es hätte ja auch Probleme geben können, dass er sagt, so, mit dem Helfer kannst du hier nicht arbeiten. Aber wie ihr seht, das funktioniert. Der Helfer macht hier wirklich gute Arbeit und fängt an, links zu pflügen, rechts mit dem Packer drüber. Und wenn er jetzt hier oben angekommen ist, kann ich euch auch kurz zeigen, wird natürlich die ganze Gerätschaft auch hoffentlich gedreht. Wir gucken, wir beobachten jetzt einfach mal, was er macht. Er setzt ab, fährt ein Stückchen zurück, wendet. Ja, jetzt kommt die Drehfunktion. Seht ihr selbst. Der Flug wird einmal rumgedreht und jetzt müsste er eigentlich genau hier wieder auch mit dem Packer ansetzen, sodass er die Felder vorbereitet. Er fährt hier ein Stückchen zurück. Das sieht gut aus. Ja, jetzt wird abgesetzt und es wird weitergefahren. Und links erledigt der Packer die Arbeit und rechts erledigt der Flug die Arbeit. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass das auch mit dem Helfer funktioniert. Weil genau so soll das eigentlich auch sein, Leute. Dann ist man nämlich wirklich super zufrieden und kann sich auf die Helfer verlassen. Gerade bei solchen Feldern kein Problem. Ihr denkt immer dran, lasst sie rechteckig oder quadratisch sein, die Felder, um dort am besten mit dem Helfer arbeiten zu können. Alles andere wird da eher schwer. Aber es funktioniert, Freunde. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Denkt dran, wenn es euch so gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da, teilt das Video. Schaut in die Videobeschreibung für die, die noch immer vorbestellen wollen. Am 16. Juni ist es dann endlich soweit. Dann dürft ihr nämlich alle zocken. Wir können das Ganze auch gerne mal im Multiplayer machen für die, die es sich kaufen. Schreibt mir einfach mal eine PN. Vielleicht kann ich dann mal was organisieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Restwoche und vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Da folgt noch ein bisschen was. Macht's gut, Freunde. Tschüss. Und tschüss.